Der TUM Talk bringt Wissenschaft und Wirtschaftspartner zusammen, Partner aus der Gesellschaft, die wichtig sind, um voneinander zu lernen, zu schauen, wo sind die Herausforderungen in der digitalen Transformation, um das Erlernte zurückzubringen in die neuen Studienprogramme, die wir am Bildungscampus machen, das wiederum attraktiv ist für neue Studierende, die dann der Nachwuchs für die Wissenschaft und Wirtschaft in der Region Heilbronn, Franken stellen. Und dieser Nachwuchs ist entscheidend, um neue Inspiration, neue Kreativität in die Wirtschaft, in die Hidden Champions dieser Umgebung zu bekommen und damit den Wirtschaftsstandort Heilbronn, Franken langfristig zu stärken. Gerade im Homeoffice ist es deutlich geworden, es ist unmöglich zu kontrollieren, was Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun. Umso mehr ist Vertrauen wichtig. Und deshalb wurde Vertrauen beim heutigen TUM Talk auch von so vielen Unternehmensvertretern als besonders wichtig in den Vordergrund gestellt. Es sind die Vielzahl der Gespräche mit unseren Kunden, die wir in den letzten Jahren geführt haben, die mir zeigen, dass die weit überwiegende Anzahl unserer Kunden tatsächlich die Herausforderungen und vor allem auch die Chancen der Digitalisierung erkannt hat. Die Herausforderung liegt dabei weniger auf den technologischen Aspekten, sondern eher auf der Frage, wie gestaltet man die digitale Transformation des Unternehmens. Jetzt in der Corona-Zeit, wenn wir darüber nachdenken, was heißt eigentlich diese Zeit des Homeoffice für die Mitarbeiter, was geht psychologisch bei denen vor, wo muss ich auch die Führungskräfte trainieren? Da gehen wir schon sehr stark auch, dass wir mal gucken, was sagen die Unis, was sagen die Professoren, die unterschiedlichen Fachrichtungen. Forschung und Wissenschaft sind die zwei zentralen Faktoren für die Weiterentwicklung einer Volkswirtschaft. Und das ist die Entscheidung einer Volkswirtschaft für eine bessere Zukunft, für eine prosperierende, für eine gesündere, für eine nachhaltigere. Und deshalb ist die Entscheidung für Forschung und Wissenschaft auch eine Verantwortung gegenüber der kommenden Generation. Denn wir machen damit deutlich, dass es nicht nur um das Heute, sondern auch um die zukünftige Entwicklung geht. Wir müssen auch eine mentale Transformation bei den Mitarbeitern erreichen, dass sie ihre Kreativität schöpfen, ihre Freiräume ausnutzen, dass die Führungskräfte ihnen die Möglichkeiten geben, ihre Ideen zu realisieren. Und dann wird die digitale Transformation der Wirtschaft auch erfolgreich sein.